Herzlich willkommen zu einem neuen Tag in unserem Waschsalon oder besser gesagt in Arcade. Wie heißt dieses Spiel? Arcade Simulator? Arcade. Ich habe den Namen vergessen. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall sind wir gerade dabei, weiter Geld zu verdienen in unserem großartigen Waschsalon, der in einem Hinterzimmer Spielautomaten stehen hat. Und dazu muss ich übrigens ganz deutlich sagen, es sind Spieleautomaten, also Videospielautomaten und keine Glücksspielautomaten, weil das beim letzten Mal einige sehr kritisch gesehen hatten, dass ich hier Glücksspiele und so. Nein, 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 Leute. Es sind Videospielautomaten. Da kann man nichts gegen sagen. Wir sind auf der guten Seite. Ne? Wir sind die Guten. Also, ein neuer Tag startet. Wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, zum einen so viel Geld zu verdienen, dass wir uns einen neuen Automaten kaufen können. Das schaffen wir definitiv, denn der neue Automat, den wir uns ausgeguckt haben, kostet, soweit ich mich erinnern kann, 700. So, mein Beutel ist, glaube ich, voll, oder? Ja, Beutel ist voll. $700 kostet der neue Automat. Und auch wenn wir gerade nur $15 in unserer Tasche haben, haben wir aber schon über 550 in unserem Tresor liegen. Hier haben wir wieder ein S bekommen, das ist wichtig, $30 mitgenommen. Oh, Kaugummi entdeckt. Bam. $50, ey, weiße Kaugummis sind wirklich der absolute Bringer. Für die kriegen wir $50, das ist einfach so viel Geld. Richtig, richtig, richtig gut. So, liegt noch irgendwo Müll rum? Ach, hier liegt noch ganz viel Müll rum. Viel Müll ist was Gutes, weil umso mehr Müll, umso voller wird unser Sack und umso häufiger können wir den wegschmeißen und Geld damit verdienen. Von daher ist viel Müll immer sehr, sehr gut. Auch wenn ich nicht weiß, wie der eigentlich über die Nacht, wo dieser Laden geschlossen ist, hier reinkommen kann. Also ich weiß immer nicht so ganz, wie das passiert, aber ich will mich nicht beschweren. Bringt mir alles Geld. So, ich glaube, mein Beutel ist auch jetzt wieder voll. Nee, doch noch nicht. Das kann noch rein. Jetzt ist mein Beutel voll, aber ich glaube, wir haben auch alles eingesammelt, oder? Oh, Kaugummi. Let's go. Wir sind richtig gut geworden mit den Kaugummis hier mittlerweile. 14 haben wir jetzt schon gefunden. Also, wir haben jetzt schon wieder $125 in der Tasche. Obwohl wir noch nicht mal unsere Automaten geleert haben und so. Und obwohl wir noch gar keinen richtigen Tag hier Geld verdient haben jetzt mit unserem Waschdings. Das ist echt wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kriegen wir nochmal 30 on top. Let's go. $155. So, ach, da liegt noch Müll. So gefällt mir das doch. Okay, sonst noch irgendwas zu tun? Ich gucke jetzt nochmal gerade, dass wir jetzt nichts vergessen haben an Müll oder so. Ich denke mal, dass hier oben ist Müll, aber das ist irgendwelches Waschmittel und so ein Zeug. Oder irgendwelche Kaugummis, die wir noch entdecken. Kaugummis sollten wir echt nicht liegen lassen, weil die bringen halt verhältnismäßig so viel Geld. Für so wenig Aufwand, den man damit hat. Das lohnt sich schon. So, 1,47 und 36. Ja, die 36 Sekunden, die sind tatsächlich relativ schnell vorbei. Ne? Das, da jetzt noch mit dem Spielen anzufangen, würde sich ja kaum lohnen. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Spielautomaten austesten. Jetzt, also wir haben ja gestern hier dieses Wood Girl Adventures gespielt. Und das fand ich sehr amüsant. Also mir hat das sehr Spaß gemacht. Das war ja wie so ein bisschen... War das so Candy Crush-mäßig? Ja, schon so ein bisschen, dass man die kombinieren muss. Aber wir probieren heute natürlich noch mal was anderes aus. Wir wollen ja herausfinden, welcher für uns der spaßigste Automat ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch vom Spiel schon so angedacht ist, dass ich die Automaten spielen soll und damit bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise einen Fortschritt generieren kann oder so. Zumindest gehe ich davon aus. Also, die Wäsche kommt in den Trockner. Wie lange haben wir da jetzt noch? Ach, eine Minute. Komm, eine Minute warten wir jetzt nicht. Wir gehen zocken. Okay, den haben wir, da steht eh gerade jemand dran. Also nehmen wir den hier. Instant Coin. Was muss ich machen? Ach so, da oben. Hä, was muss ich machen? Muss ich Kisten nehmen? Hurry up! Ich weiß nicht genau, was meine Aufgabe ist. Shit, vielleicht müssen wir uns doch mal...
You're fired. Upsala. Vielleicht sollten wir uns doch mal zu diesem Automaten die Anleitung durchlesen. Moment, lass mich, wo war das nochmal? Spielhallenmanagement. Wie heißt denn der hier aber, ist gerade die Frage. Stack Overflow? Ist es das? Moment. Ich muss mal kurz beenden. Wie heißt denn der? Ach nee, das ist... Doch, es ist Stack Overflow. Shit, jetzt ist vorne was fertig. Manu. Okay, wir müssen uns kurz einmal durchlesen, wie Stack Overflow funktioniert. Den anderen habe ich auf Anhieb hinbekommen. Den jetzt wiederum hier nicht. So, ab in den Wäschetrockner. Wie lange braucht das noch? 1,33. Okay, das ist in Ordnung. Steht da noch was Neues? Nö. So, also nochmal. Jetzt steht einer dran! Blödi! Na gut, dann gucken wir uns Strike Gold an. Ziele. Ach nee. Ach, ja, guck mal, Ziele. Ist aber good to know. Anleitung. Verwende Dab, um zu bewegen und Maus, um dich sicher durch jedes Level zu graben und fallenden Steinen und Gefahren auszuweichen. Schließe jedes Level ab, bevor dir der Sauerstoff ausgeht. Sammle Gold, um es für Upgrades auszugeben. Okay, das klingt erstmal einfach soweit. Abbrechen. Ich will nicht beenden. Nein. Ich will Strike Gold spielen. Okay, bewegen und Leertaste. Ach so. Ach so. Okay, ich muss nach unten drücken. Ist das was Gutes, dieser Pilz, oder was Schlechtes? Oh nein, ich bin zerquetscht worden. Game over! Oh nein. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Was ist denn da diese... Diese... Ach, das ist einfach der Hintergrund. Oh shit. Weiß noch nicht genau. Oh. Okay. Das war's, oder? Und wir haben einfach 96% Oxygen gehabt. Stark. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt. Kann ich mich nicht einfach die ganze Zeit nur runterschlagen? Ah, hier geht mir jetzt ein bisschen schneller der Sauerstoff aus. Oh, ich bin zerquetscht worden. Mist, wie weiche ich aus, dass ich zerquetscht werde? Das habe ich noch nicht ganz so gecheckt. Weil wenn ich Leertaste drücke, dann schlage ich ja nur. Also durchs Schlagen kann ich wahrscheinlich auch ausweichen. Weil ich ja dann logischerweise die Schicht unter mir auch wegmache. Aber das habe ich so schnell jetzt gar nicht immer geschafft. Gut, okay. Da muss ich aber sagen, hat mir der andere hat mir besser gefallen. Der erste Automat, den wir gespielt haben. Von daher würde ich sagen, überspringen wir den wir jetzt gerade gemacht haben, auch einfach direkt. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen alle Automaten spielen, um halt diese ganzen Aufgaben dafür abzuschließen. Ne? Deswegen ist es ja wahrscheinlich jetzt erstmal relativ egal, was uns Spaß macht und was nicht. Wir müssen sowieso alles machen. Aber wir können zumindest so erstmal gucken, was uns am meisten Spaß macht. Das ist aber krass, vor allem, wenn jetzt so schnell ja dann auch neue Automaten dazukommen. Da muss man ja echt hinterherkommen, das alles zu spielen, Mensch. Aber ey, das, also wirklich, das erklärt so viel. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass ich dadurch diese ganze freie Zeit, die ich habe, halt, ja, wettmache. So, was haben wir da jetzt gerade gemacht? Da haben wir jetzt gerade Strike Gold gemacht. Racer Chaser klingt, finde ich, sehr spannend.
Wir gucken mal kurz Racer Chaser Anleitung. Verwende zum Fahren gehen und Leertaste zum Schießen verwenden von Lachgas. Sammle das ganze Geld in einem Level und weiche den Polizisten aus. Wenn du erwischt wirst, versuche zu einem Ersatzfahrzeug zurückzukehren. Wenn du eine Amoklaufmarke aufsammelst, erhältst du einen Panzer, der Polizeiros platt macht. Okay. Es klingt auf jeden Fall ein bisschen... Ach, das war das! Ich habe einfach beim letzten Mal nie Leertaste gedrückt, oder? Okay. Soweit. Oh! Können das Polizeiauto platt machen? Wow! Das war so knapp. Oh, das ist so ein Stressspiel, ne? Das ist richtig Stress. Au! Run! Busted. Okay. Okay. Das ist voll schwer, weil man die ja erst richtig spät irgendwie sieht. Okay, let's try it again. Okay, läuft der weit erstmal gut? Ja, wir haben so eine Wolke. Hier war ein Polizeiauto. Wo ist es? Oh, krass. Das war ja so gut. Das war so gut. Jetzt bitte nicht verkacken. Bitte kein Polizeiauto. Ah, ich hab's nicht gesehen. Nein. Ich kann nicht. Ich bin nicht weggekommen. Nein. Oh, Scheiße. Ich bin nicht weggekommen. Okay, wir müssen. Hier, beende bitte den Automaten. Okay, ich kann gerade gar nicht gut einschätzen, ob das jetzt ganz gut war oder ob das total schlecht war. Das würde mich gerade mal interessieren, ob ich damit schon irgendwie, weiß ich nicht, ganz gut ab. Also habe ich damit quasi schon irgendwas erreicht jetzt oder lacht der Automat gerade noch über mich? Oh, aber das mit dem Auto, das ist halt so, das ist so ein Stressspiel. Ich habe ja auch früher in der Schule, ich habe es gehasst, Fangen zu spielen. Das war für mich so Stress, weil ich einfach so, ich finde es schlimm, wenn jemand mich jagt. Das finde ich irgendwie, ist einfach Horror für mich, deswegen... Ja, ich bin auch... Also, ich fand immer noch das mit Wood Girl am besten. So, haben wir noch... Ah, hier haben wir noch was Neues. Okay, ich glaube, dann ist erstmal wieder alles hier fein und wir können wieder zocken gehen. Ja, alles über 2 Minuten. So, dann probieren wir jetzt aber noch... Stack Overflow war ja jetzt noch das Ding. Da müssen wir kurz nochmal gucken. Spielhallenmanagement, Stack Overflow, Anleitung. Verwende dir, um deinen Kran zu bewegen und Leertaste, um Kisten aufzuheben und abzulegen. Gib alle Kisten auf Stapel der gleichen Farbe, um zum nächsten Tag überzugehen. Du kannst nicht mehr als 4 Kisten hochstapeln. Wenn du einen Fehler machst, drücke zurück, um den Zug rückgängig zu machen. Handle schnell, wenn die Zeit ausgeht, wirst du gefeuert. Oh shit. Ach so, ich glaube, ich muss Leertaste gedrückt halten, oder? Kisten zu bewegen, Kisten aufzuheben. Okay. Oh, ich bin mir unsicher, ob ich das gecheckt habe. Also, Kisten der gleichen Farbe. Auch diese normalfarbigen? Aber warum ist das immer so? Ich verstehe irgendwie die... Ich verstehe die... Ach, die. Ach so, ich dachte, ich bin hinten die ganze Zeit an dem... Oh, ich bin ja so doof.
Ich dachte, ich... Ich dachte die ganze Zeit, ich muss es hinten auf dem Laufband machen. Oh nein, okay, jetzt habe ich es aber verstanden. Ich habe es verstanden. Okay, okay, okay. Oh nein, ich ärgere mich über mich selber. Das war so dumm. Ah, der Sound ist auch ein bisschen anstrengend, ne? Ja, easy, schaffe ich es jetzt. Ja, easy. Okay. Ziel abgeschlossen. Sehr cool. Clocking off time. Amazing job today. Ja, jetzt auf einmal hier, ne? So, gut. Next day. Jetzt haben wir schon 3 Farben. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ach, das kann ich da nicht rauf machen? Andu? Ich werde das nicht mehr los. Ich werde das nicht mehr los. Nein. Nein! Ich habe verkackt. Shit, ich dachte, ich kann 2 verschiedene Farben aufeinander stapeln, um mir erstmal was freizuschaufeln. Ah, okay, jetzt ist die Frage, kann ich jetzt wieder an dem Tag weitermachen? Nee, ich fange wieder von vorne an, ne? Oh nee, man fängt immer wieder von vorne an. Okay, ein Try noch. Okay, ja, das war gut. Elite Stacking Skills. Oh yeah. Ja, das war gut. So, jetzt mal schauen. Also, ich kann nicht 2 unterschiedliche Farben aufeinander stapeln, offensichtlich. Hä, aber wie... Kann ich leere Paletten holen? Was? Wie soll man das denn so schnell machen? Aber jetzt habe ich auch schon wieder verkackt. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Doch nicht, komm weiter. Aber ich habe ja... Was? Wie hätte ich das denn so schnell schaffen sollen? Oh mein Gott, das ist ja... Das ist ja... Wie krass anspruchsvoll, bitte. Krasses Spiel. Sehr, sehr krasses Spiel. Das ist eigentlich cool, also es hat mir Spaß gemacht, aber ich sehe noch nicht so ganz, wie man das schaffen soll irgendwie. Also ich habe das Gefühl schon, die Leute kommen weniger in meinen Waschsalon, ne? Also ich habe jetzt nur 2 Waschmaschinen am Laufen, also 2 Trockner am Laufen, das ist schon sehr schlecht. Ich verbringe schon deutlich mehr Zeit gerade damit, hier rumzudaddeln. Oh, mein Geschäft schließt aber auch schon wieder, ach du meine Güte. $13 haben wir verdient. Aber ist okay, wir haben mehr Spaß, deswegen ist das gut. So, $17 mit dem, was haben wir noch? 24, 32, 31 und 18. Stark. Ja, wir haben deutlich weniger... Oh, Kaugummi. Wir haben deutlich weniger Geld verdient als zuvor am Tag. Weil wir aber auch einfach deutlich weniger Wäsche gemacht haben. Das muss man wirklich einfach so sagen. Wir haben deutlich, deutlich weniger Wäsche gemacht. Na gut, aber ist nicht so schlimm. Also, ich werde, glaube ich, als erstes diesen Wood Girls Dings da durchspielen. Den fand ich am besten. So, Geld rein, 388.
Und jetzt können wir uns auf jeden Fall noch unseren Automaten kaufen. Wir haben... Ey, dieser Sound ist so schlimm, ne? Mir wurde erklärt, was das für ein Sound ist, das kann ich verstehen, aber ich finde den so unangenehm. Also, wir kaufen nicht UFO Assault, sondern wir kaufen Blockchain. Da wurde nämlich gesagt, dass das, dass das quasi der absolute Hit ist. Wir können auch eine Jukebox kaufen, das finde ich ganz schön cool. Damit können wir hinten dann bestimmt ein bisschen Musik hören. Da steht aber Tonträger nicht enthalten. Ist also die Frage, wo kriegen wir denn die Tonträger her? Aber erstmal ist uns, glaube ich, gut damit getan, dass wir einfach in neue Automaten investieren. Deswegen Blockchain. Du bist Neox, der weltbeste Hacker. Eines Abends stößt du beim Surfen in den dunkelsten Ecken des Interwebs auf die Verschwörung des Jahrhunderts. Deine Zeit ist gekommen in Blockchain. Oh yeah. Das klingt doch gut. Das will ich machen. Bam! $700. Weg damit. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, will jemand mit mir chatten? Nee, keine Freunde online. Feels Batman. Haben wir irgendeine E-Mail? Nö, das sind nur die, die wir eh schon hatten. Okay. Dann raus mit uns. Damit haben wir den Tag ja dann auch eigentlich abgeschlossen, ne? Wir könnten jetzt natürlich gucken, ob wir einfach noch ein bisschen... Kann ich eigentlich hier was machen? Nee, ne? Ob wir den Tag einfach noch, also ob wir jetzt noch ein bisschen spielen einfach. Wir können einfach mal gucken, ob wir dann tatsächlich irgendwann umfallen. Oder wie lange wir zocken können, würde ich einfach mal behaupten. So, also weiter geht's. Das hier finde ich bisher wirklich das Spaßigste. Das macht mir am meisten Spaß bisher. Oh, mein Trockner ist noch fertig. Hoppala, habe ich schon wieder ganz vergessen, dass ich die noch anhabe. So, ich glaube, die bewegen sich ja auch manchmal, um mir Tipps zu geben, ne? Also die Dinger, glaube ich, zeigen mir auch so ein bisschen an, was ich machen kann. Oh, das ging aber schnell. Danke, mein Bester. Ne? Danke dir. Hervorragend. Gut, aber wir haben die Brücke ja eh schon fertig. Also können wir hier ja die nächsten Tierchen füttern. Und hier wird es wahrscheinlich jetzt schwerer, gehe ich mal stark von aus. Oh, das war viel. Ausgezeichnet. Wow. Ich sehe nichts. Man kann scheinbar einfach den Kuchen bewegen und es kommt immer was bei raus. Der Kuchen ist immer super gut scheinbar. Also diese Süßigkeiten. Keine Ahnung warum, das habe ich noch nicht ganz so gecheckt. Achso, den Kuchen mache ich aus irgendwas. Den stelle ich aus irgendwie mehreren Stücken stelle ich den irgendwie her, ne? Ist das vielleicht so eine Art Bombe oder so, die ich bewegen kann und dann explodiert was oder irgendwie was, ne? Vielleicht ist das ja echt so, das ist halt so voll der Candy Crush-Vergleich jetzt, ne? Aber dass so ein Stück Kuchen macht so die Längsseiten, so sah das nämlich immer aus, radiert die aus. Und der Donut ist quasi wie so eine Bombe. Mal schauen, ob das stimmt. Ui, das sieht jetzt aber langsam schon ein bisschen schwieriger aus hier. Gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Also wir sollten gucken, dass wir diese Blöcke halt irgendwie zerstört kriegen. Oh, und wir haben Kiwis, ganz neu. Eine neue Frucht ist mit dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, es ist nach 2 Uhr, geh nach Hause. Aber ich will doch spielen. Ich mache jetzt noch dieses eine Level hier zu Ende, wenn mich das Spiel lässt. Ich meine nicht, dass ich Geld verliere, wenn ich jetzt ohnmächtig werde. Das wäre auch richtig ärgerlich, ne? Aber die Sucht kickt! Was soll ich machen? Die Sucht kickt einfach! Macht so Spaß, die Spielautomaten zu spielen. Ja, da ist nämlich gerade ein Stück Kuchen entstanden. Wenn ich so mache, geht eine ganze Reihe weg. Ja, okay, ich glaube, ich habe das gecheckt mit Kuchen und so. Dass die immer entstehen, wenn ich irgendwas Cooles kombiniere und dann kann ich die benutzen. Nice. Let's go. Wie viel brauche ich denn? Oh, aber ich glaube, so langsam wird es dann auch immer schwieriger, dass man auch die Punktzahl erreicht in der Zeit. Oh, das war sehr gut. Oh yeah, ausgezeichnet. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben immer noch nicht... Oh. Moment. Hier. Wir haben immer noch nicht genug... Ja, das ist so eine Bombe, ja. Wir haben noch nicht genug Punkte. Und wir haben noch 20 Sekunden. Schnell, schnell, schnell. Jetzt haben wir es gleich, aber noch immer noch nicht ganz.
16 Sekunden. Dieser war schon echt knapp. 16 Sekunden nur gehabt. Das war nicht so deutlich. Okay. Zack, raus aus dem Autobahn. Geschlossen. Ach, ich kann jetzt auch gar nicht mehr spielen, weil geschlossen ist. Oh, ich kann die auch nicht mehr rausholen. Oh, das ist ja ärgerlich. Na gut, okay. Ja, dann müssen wir jetzt nach Hause gehen. Also, wie viel Geld? Ich sehe nicht mehr, wie viel Geld ich in der Tasche habe. Ja gut, dann ist das jetzt halt, ich werde gezwungen, nach Hause zu gehen. Frech, ich wollte noch ein bisschen spielen hier. Na gut, aber wunderbar. Damit haben wir also, also wir haben unseren neuen Automaten gekauft. Das heißt also, am nächsten Tag können wir einen neuen Automaten platzieren. Und, ja, gucken, dass der uns natürlich noch mehr Geld einbringt. Ich freue mich, ey. Das Business geht auf jeden Fall richtig gut voran.